Gefühl, es hat sich was verändert. Also das Spielverhalten der Kinder von vor 10 Jahren, ist das anders geworden zu heute? Ja, man kann sagen, die Kinder werden jünger, älter. Also das heißt, die Range, wie lange man mit etwas spielt, werden vom Alter her etwas kürzer. Und dann muss man auch sagen, dass sehr viel edukatives Spielzeug auf dem Markt ist. Also man will was lernen, getrieben von den Eltern natürlich auch ein bisschen. Und man will etwas selbst machen. Das sind so die generellen Dinge, die sich sehr verändert haben. Und wenn Sie, dadurch, dass Sie sich ja so gut damit auskennen, womit spielen unsere Kinder so in etwa 10 Jahren? Was glauben Sie? Also die Prognose heißt ja, dass Spielen die Welt im Kleinen ist. Also die Welt wird sich verändern, sie wird noch technologischer werden in 10 Jahren. Sie wird aber auf der anderen Seite auch Lebensräume schaffen müssen, in denen man kreativ sein kann, in denen man sich selbst verwirklichen kann. Das heißt, es wird auch in Zukunft das Abbild der Erwachsenen geben, das die Kinder gerne kopieren wollen, und auf der anderen Seite die Räume für Fantasie und Erlebnis.